Hallihallo, meine Lieben, da bin ich wieder. Ja, ich habe heute ein XXL Drogerie-Haul vor euch. Und zwar, ich war beim DM Müller und noch bei Rossmann letzte Woche und heute noch kurz bei Rossmann wegen die Green Label Tag. Wir haben ja Mittwoch. Ich schau mal, ob ich das noch heute oder morgen hochlade. Und auch wegen die Alida, die hat mich angefixt wegen dieser kleinen Schwämmchen. Die habe ich bei ihr gesehen und die habe ich auch da gekauft. Nicht in Farben, sondern zeige ich euch dann gleich. Ja, ich nehme euch dann jetzt kurz mit. Und ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit meinem Video. So, ich hole mal die Sachen. Achso, und bei Kaufland war ich heute Morgen auch noch kurz. Nur wegen Toilettenpapier von Akle, weil die im Angebot waren bis heute für 1,77. Aber habe ich einmal im Kamillenduft. Die sind sehr weich. Hatte ich auch letztens in meinem Aufgebraucht-Video gezeigt. Und noch die in lila Farbe sind. Habe ich noch nie ausprobiert. Mal schauen, wie die sind. Aber bestimmt auch sehr weich. Und ja. Dann machen wir mit dem weiter. Ja. Einmal von DM habe ich hier dieses sanft und sicher Toilettenpapier limitierte Edition mit Frühlingsmotiven. Ja, fand ich sehr schön. Jetzt nach diesen Mops gibt es jetzt die neue Edition mit Frühling dann. So. Dann habe ich wieder meine Swiffer-Tücher. Die hatte ich mal, kaufe ich normalerweise immer bei Müller, aber die waren auch nicht im Angebot und deshalb habe ich die bei DM gekauft für 2,35. Ich hatte auch noch ein 10% Coupon von Rossmann, kann man da auch da einlösen, wenn man eine Payback-Karte hat. Dann noch hier Taschentücher Klassik, 15 Stück mit den süßen Mops für 95 Cent. Dann habe ich die neu entdeckt. Ich hatte die schon als ich ein Tauschpaket hatte mit der lieben Debbie's World, hatte ich hier auch welche zugeschickt mit Schmetterlingen und jetzt habe ich welche mit Hasen, die Osterhasen oder so. Kann man hier auch gut, auch eine Tipp von mir, kann man die auch zum Ostern verschenken. Das ist zuckerfrei und ja, mit K10, Aloe Vera und Biotin. Und Zucker eben von Beauty Sweeties. Dann habe ich da in der Kasse ich habe die da neu entdeckt für 1,75 €. Gut 10 plus Zink, so Vitamin. So Duo Drops Beauty mit Mango Maracuja Geschmack, zuckerfrei. Das sind 33 Gramm drinnen. Dann gab es hier wieder mal, ich habe die zum ersten Mal von Profissimo, weil wir haben diese Wasserfilter von Britta und normalerweise kaufen die immer von Britta, aber jetzt als ich die jetzt gebraucht habe, waren die nicht im Angebot, deshalb habe ich die neue entdeckt und war da. Normalerweise kaufe ich die immer, wenn die so um 10, 12 € kosten und die waren jetzt für 7,95 €. Steht auch hier für Britta und Maxtra plus geeignet. Ja. Wie gesagt, 7,95 € ist günstiger dann. Dann gab es hier noch, habe ich auch neu entdeckt bei dem feuchte WC-Reinigungstücher für, ja, für den täglichen Putz auf meine Toilette. Für 95, wie gesagt, habe ich neu entdeckt. Das sind zur Reinigung und diese, ich kann da nicht aussprechen. Ideal auch für unterwegs. Beseitigt 99,99 Bakterien und Viren. Ja. Dezifizierung. Ich kann da nicht aufsprechen. Mein Gott. Peinlich. Ja, dann gibt es hier für Bruna diese Saubär-Tücher. Normal hatte ich schon mal bei DM gekauft, aber jetzt seit langem nicht mehr. Jetzt gibt es mit neuen Duft, mit Wassermelonenduft, auch in rosa. Und die hatten wir damals in grün, aber wollte sie haben für 1,95 €. Und wenn die leer ist, dann kaufen wir neue. Und ja, sehr schön für die Kinder. Dann gab es hier Eisen plus Vitamin C für meinen Mann für 40 Cent.
Dann wieder die Nachkaufprodukt von Beatrice. Sie liebt diesen mit Apfelgeschmack. Ist auch nicht so scharf für Kinder. Dann gab es auch hier von Taxofit, diese meine geliebten Vitamin B12 plus B5 mit Erdbeergeschmack und ja, für mehr Energie und so. 1 bis 2 täglich und jetzt neu habe ich neu auch mitgenommen Vitamin C plus Zink. Ja, beide. Ich hatte zwei davon, aber eine habe ich schon aufgemacht, weil ich teste die, ich esse die, ich war letzte Woche da, wie gesagt, und ja. 1,95 hier. Dann gab es hier noch, habe ich auch gebraucht, von normalerweise hatte ich die von Swiffer, aber habe ich nicht gefunden irgendwie. Ich wollte nur den Bezüger haben, aber da war auch mit Griff und alles Staubblitz. Ein Griff und 10 Bezüge von Profissimo für meine, ja, für den Staub dann, für die Wohnung, für 1,95 €. Oder 45, 1,95, genau. Dann gab es auch neu, die musste auch mit den süßen Mops. Die riecht so lecker. Müsst ihr dran schnuppern, wenn ihr bei dem seid. Riecht man erst den Rosa Haus. Sehr lecker. Mit den Mops für 55 Cent. Und die für die Beatrice mit Avocado und Erdbeerkiss, Strawberry Kiss. Ja, riecht auch so lecker. Nach Erdbeeren. Ja, beide. Auch allein die Verpackungen sind sehr süß. Kann man irgendwo hinstellen, ne? Dann gab es hier noch. Achso, ich war kurz noch bei 1-Euro-Shop. Zeige ich euch. Sind nur 5 oder 5 Sachen. 4 oder 5 Sachen. Dann gab es hier von Head & Shoulders. Seidig und glänzend. Anstatt 3,95 € 1,65 € im Abverkauf. Dann gab es hier noch, habe ich mitgenommen, wieder meine Feucht-Allzwecktücher von Denk mit Limette und Basilikum. Den Duft mag ich sehr gerne. Und neu entdeckt habe ich die gleich zweimal mitgenommen. Diese neue Reihe, das ist die Heike. Wisch und weg. Gibt es 2 Stück davon, habe ich mitgenommen. Jetzt habe ich für lange genug davon. So, von dem war das denn nicht. Nur hier ein paar Sachen habe ich. Hier ganz viele Strumpfhose für 1 € jeweils anstatt 5,90 € alle, ja. Habe ich jetzt alle für 5 anstatt ein paar für 5,90 €. Das ist der Hammer, ne? Ich Schnäppchenjägerin. Hätte ich mir 10, 20, 25, nee, 27 € für alle bezahlt. Ich habe einmal für meine Schatzi, bekommst du dann, wenn es soweit ist, für meinen Babyboy. Sehr süß hier mit Cars und so, mit Autos meine ich. In der Größe 86, 92. Dann gab es hier für Bruna, sie ist zwar schon 5, aber die sind sehr elastisch so und sehr gut in Verarbeitung. 198, 104 auch für sie, mit solchen Tierchen und hier noch in Rosa. Dann gab es hier für meine, nicht für Bruno noch welche, aber Leggings steht da, auch für 1 € 110, 116. So eine rosa Leggings, sehr schön finde ich auch. Die waren sogar für 6,90 €, weil da steht Leggings drauf. Und das ist 100% Baumwolle von der Marke, von dem, genau. Und dann für Beatrice habe ich auch so eine Strumpfhose mitgenommen. 134, 140. Auch sehr schön mit Punktchen hier unten und oben. So eine mit Punktchen, eine gestreift. Und für meinen Neffe, der ist auch 5. Er wird ja 6 im September, habe ich auch welche. Aber ohne Fuß eben. Habe ich gar nicht drauf geachtet. Aber ohne Fuß. Aber passt schon. 122, 128. Er ist sehr groß. Und ja, auch mit Autos. Auch sehr schön. Ich habe mich riesig gefreut, weil die Verkäuferin hat das, als ich bezahlen wollte, hat die da an der Kasse reduziert. Und ja, für 5 € für diesen alle ganze tolle Strumpfhose ist der Hammer. So, dann gab es von
oder Schubladen habe ich wieder neue Fingernägel mitgenommen zum Ausprobieren. Mal schauen, wie die sind. Sehr schön. Hier mit Türkisfarbe. 1 Euro, wie gesagt. Dann hat sich die Bruna das ausgesucht. So eine Pets. Normalerweise kosten die 1,50. Und jetzt 1 Euro da mit Orange, mit dieser Dragons. Dann die gibt es bei uns in Portugal, aber die kommen ursprünglich aus Spanien, aber steht sogar auf Portugiesisch alles oder auf Spanisch, ist fast das gleiche. Aber das hier oben steht auf Portugiesisch. Trident, das ist die Marke und das sind 4 kleine solche Kaugummipackungen mit Herdbeergeschmack für 1 Euro. Ich hätte mehr mitnehmen sollen, weil ich liebe die. Ohne Zucker eben. Achso, ich habe die vergessen. Die habe ich bei meiner lieben Heidi gesehen. Und das ganze Tüte duftet danach. Diese Badekugel, Sprudelbad mit Kokos, der Hammer. Das duftet so alles danach. Ja. Und von Euroshop-Laden habe ich noch hier diese Pantene-Prove mit Zellenreinigung und Pflegespülung. Ja. In Sprayform. Für 1 Euro, wie gesagt. Und das war der Hammer, hätte ich mehr mitnehmen sollen. Von Listerine für Kinder, Smart Kids. Gibt es, glaube ich, bei dem auch. Bei Kaufland habe ich die schon gesehen. Bei Thomas Philips auch für 3 irgendwas. Und da kosten die nur 1 Euro. Leute, nur 1 Euro. Müsst ihr holen, wenn ihr bei euch einen Euro-Shop-Laden habt. Kaufe ich dann wieder nach, wenn ich die da noch finde, aber hätte ich mehr mitnehmen sollen, weil, ja, habe ich dann eben nicht gemacht. So, jetzt kommen wir mit meinen Müller-Haul weiter. Die waren auch im Abverkauf, weil das ist, steht Hello Winter für 1,60 Euro bei Müller. Mit Motiven auch. Sehr schön kaufe ich ganz oft bei Müller, weil bei dem komme ich nicht so gut immer, ne? Weil das in der Stadt ist ein bisschen weit von uns. Und Moment. Das ist noch die Tüte, ist zwar von dem, aber da habe ich die Hossmann-Sachen und die Müller-Sachen. Zeige ich euch mal ganz schnell noch, weil ich muss gleich noch Bruno abholen vom Kindergarten. Einmal gab es die Soft and Sicher. 100 Stück, ja, vierlagig, anstatt 99,79 Cent die. Mit sehr schönen Motiven. Dann in Schwarz, auch für unsere Wohnzimmer, auch sehr schön. Auch 100 Stück, das gleiche. Beide habe ich mitgenommen, weil die anderen schon leer waren. Wie ihr gesehen habt, in meinem aufgebrauchten Video war das leer. Haben wir ganz viel aufgebraucht, weil die Kinder krank waren und so. Upsla. Dann habe ich diese Cadea Vera Anti-Pickel Aktivkohle Reinigungstücher und die haben, ich glaube, Moment. 70 Cent weil ich hatte noch 10% Coupon, 59 Cent. Und die Maske für 20, das ist so eine auch Cadea Vera Soft Pink Glitter Peel-Off Maske mit, ja, strahlender Glow-Effekt. Habe ich auch neu da entdeckt. Dann gab es hier im Abverkauf auch für 60 Cent von Alnatura Hirsebällchen. Habe ich auch für die Kinder mitgenommen. Auch sehr toll. Dann gab es die Oreo für 49 Cent im Abverkauf, minus die 10% dann. 40 Cent so ungefähr. Bruna liebt die Oreo-Kekse. Dann gab es auch, da habe ich zum ersten Mal da gesehen, das ist die jetzt die neuen Puddings von der Tasse Seelenwärme von Dr. Oetker in Vanillegeschmack für meinen Mann und für mich oder für die Beate mit Schokoladen. Die haben jeweils 67 Cent gekostet. Ja, und die Maske und die Oreos, ja. Ja, 2 Stück, 84 Cent die 2. Ja. Dann gab es neu, habe ich neu entdeckt bei Müller, Lufter frischer Perlen mit Fresh Couton. Das ist irgendwie eine Duft. Aber ich finde die sehr schön, kann man ja auch schon dekorieren. Dazu riecht der auch ganz toll. Ja, sehr schön. Diese Perlen, ich glaube, die kennt ihr auch. 1,75 Euro und da war nur mit Lavendel und diesen Duft, die 2. Dann hatte ich noch hier bei Müller. Was hatte ich da noch bei Müller? Nichts. Jetzt kommt was
Rossmann, glaube ich. Ja. Jetzt kommt Rossmann. Jetzt kommt Rossmann, aber die Baby-Magazine bringe ich immer mit. Auch wenn ich kein Babys mehr habe, aber ich finde die immer so, so niedlich. Ich muss immer lesen. Das Katalog. Dann gab es hier die neu von Frucht war Bio-Erdnuss-Flips für die Kinder für 95 Cent. Da hatte ich auch den 10%-Coupon. Dann neu von Baby Vita. Knabbermilch, Getreidebärchen mit gepuffte, mit super Früchten. Früchten. Ja, auch sehr gut. Ist auch gut, wenn die nicht mehr Baby sind, aber da haben die keinen Zucker und ist auch gut für die Zähne. Auch wenn sie knabbern, können sie auch knabbern und tut ja nicht die Zähne schlecht werden dann. Dann Mini-Brezel von der Genuss Plus Kinder-Kids-Edition für 99. Da, wie gesagt, noch minus 10%. 89. Und dann die Pizzastangen. Hat mich eher angesprochen, weil sowas liebe ich ja. Ist auch gut, da kein Zucker und alles und kein mit Kräutern und Käse. Auch neu steht hier oben drauf. Ich kaufe immer Snackereien für die Kinder, die haben 1 Euro. Wo habe ich die Plastikset? 1 oder 20 oder so. Dann gab es hier die berühmten, ne? Wie ich vorhin erzählt habe, Make-up-Schwämmchen. Bloß Aufbewahrungsdose, nicht in Farbe, sondern schwarz-weiß. Habe ich geholt für 1,65 Euro. Minus 10%. Ich hatte den Coupon noch hier. Nicht Coupon, den Kassenzettel. Habe ich. Ja, 1,69 minus 10%. Dann habe ich die für 3,95. Feste Nägel extra, Doppelherz aktiv. Für, ja, einmal täglich so eine Kapsel für meine Nägel, weil die sehr extrem kaputt sind gerade. Ja. Dann gab es auch für Heidi unsere Kaninchen. Dieser Naga-Fritz mit Luzerne und Karotte für 99 mit minus 10%. Dann waren wir auch heute im grünen Label diese Fruchtliegel, genau. Zweimal, die habe ich schon probiert, schmecken sehr lecker, ich hatte 3 davon. Müsli mit Haferflocken, Flakes und Früchtchen, Ballaststoffquelle. Die waren für 20 im Abverkauf, dann minus 10%, 2 Stück. Und mit Granatapfel haben wir auch 3, die hat mein Mann gegessen, mit Traube und Granatapfel. Mit 49 Fruchtanteil. Dann noch hier Spülmittel habe ich gebraucht. Das hat mir allein der Verpackung angesprochen und ja, kann man dann umfüllen, wenn ich, weil ich kaufe manchmal auch diese großen Flaschen. Und ja, Garden Ammonie von dem Domol. Und ich rieche mal dran. Riecht sehr gut. Sehr gut, ja. Dann gab es hier die von Perwoll, Care and Refresh. Die waren auch im Angebot für 2,69, dann die minus 10%. Um die 2,30 oder so, ne? Wenn ich richtig, die hatte ich schon für die Wäsche heute Morgen genommen. Und dann gab es noch hier Batterien, habe ich gebraucht, für 79 im Angebot, minus 10% auch. Und von Ene Bio war auch 20% die Woche. Vollkornspaghetti liebe ich ja, habe ich zweimal mitgenommen. Für 67 Cent, dann minus um die 50 Cent, so haben die gekostet, minus 10%, ja. Ja, meine Lieben, das war's dann von mir. Ich hoffe, meine XXL Drogerie-Haul hat euch gefallen, lässt mir gerne Feedback da, ich freue mich immer und ja, ihr könnt mir auch gerne kostenlos abonnieren, wenn ihr das möchtet und auch, wenn ihr solche Videos nicht mehr verpassen möchtet, dann und ja, da seid ihr alle herzlich willkommen und ich freue mich immer oder über Feedback da und ich sage Tschüss und mach's gut!